Ich bin, ja, vielleicht kurz im Hintergrund, ich bin Usability-Berater eigentlich bei einer Softwarefirma. Und die ist nicht gerade dafür bekannt, dass sie, ich sage jetzt mal, besonders fancy ist oder die ganz coolen Lösungen bringt, sondern halt, das sind ziemlich seriöse und zum Teil langweilige halt, aber komplexe Softwarelösungen. Nichtsdestotrotz sind wir auch schon in Berührung gekommen mit dem Thema Gamification und haben natürlich auch Leute, die sich da gerne engagieren wollen. Und ich möchte eigentlich nur vielleicht ein paar Beispiele aufzeigen, wo wir da Berührungspunkte sehen und was wir, also in welcher Weise wir uns zu diesem Thema engagieren. Na. Ist der Fokus vielleicht falsch? Muss ich hier sagen? Ja, super. Vielleicht ein kurzes Beispiel. Da hatten wir eigentlich noch gar keine Ahnung von Gamification, aber wir ahnten schon, als die Anfrage kam des Kunden, dass das irgendwie in die Richtung gehen könnte. Und dabei ging es um Folgendes. Das war ein Versicherungs- oder ist ein Versicherungsunternehmen und die haben unter anderem eine Lösung, mit der der Broker oder der Versicherungsberater dem Kunden darlegen kann, wenn der jetzt bestimmte Versicherungsprogramme in irgendwelchen Ländern machen will, da gibt es immer bestimmte Regulatorien, die man einhalten muss. Also beispielsweise, wenn ich irgendwie ein Versicherungsprogramm mache und da will ich Australien und ich weiß nicht, Botswana dabei haben, man muss da bestimmte Dinge beachten. Und die haben so eine Plattform, wo man diese Informationen rausziehen kann. Die sieht so aus. Also seht ihr schon, das ist Sexiness gleich Null. Ist auch saumühsam zum Bedienen. Und da kam relativ von weit oben, kam dann mal so die Ansage, also ich will jetzt das auf dem iPad. Ja, das war ein Manager, der hatte ja gerade sein iPad bekommen, damit rumgespielt, riesen Spaß gehabt. Ich will das auf dem iPad sehen und ich will, dass das irgendwie cool und das muss irgendwie Spaß machen von der Bedienung her. Na gut, was wir dann gemacht haben, also ihr müsst jetzt nicht erwarten, da käme die wahnsinnig gamifizierte Anwendung. Aber wir haben dann Folgendes gemacht. Ich kann das vielleicht mal zeigen. Ich habe dummerweise den Adapter vergessen. Aber der Raum ist so klein, wir sehen das auch so. Wir haben dann einen Aspekt, nämlich die Ländersuche rausgenommen und die ein bisschen spielerischer gemacht. Und zwar so nicht jetzt voll Google-like mit Panning, weil dann wäre der Task selber dann länger, als wenn ich das von Hand eingeben würde. Also es muss auch noch schnell gehen. Und haben gesagt, beispielsweise, ich will jetzt irgendwie die Szenarien für Deutschland anschauen. Kann ich sagen, gut, Europa, getroffen und dann kriege ich da diese Szenarien raus. Und mit dem, also so ein ganz simples Prinzip, eigentlich nur für etwas auszusuchen und da konnte man sich durch diese Szenarien durchbewegen und da sieht man dann, ah, da gibt es irgendeine Exception, da sieht man, ah, okay, dieses Szenario darf ich in Deutschland nicht anwenden. Und das konnte dann quasi der Broker mit dem Kunden zusammen halt, konnten sie das dann so auf dem iPad anschauen und wir dachten ja, wir waren nicht mal so selber überzeugt, ob das jetzt die tolle Lösung war, aber jetzt nur so ein kleines Ding für den Kunden, das war der Wahnsinn und der hat einen riesen Spaß und der CEO wollte das Ding schon bevor das live ging, weil er irgendwie auf eine Präsentation ging und das unbedingt quasi seinen Mitgenossen da zeigen wollte, was seine Firma halt Cooles macht. Von dem her war es halt, ja, war ein kleines Ding, ein spielerisches Element drin, aber ja, dem Kunden hat Spaß gemacht. Aber ein anderes Ding aus dem Gesundheitsbereich, ich weiß nicht, hat jemand von euch schon mal das Gehör testen lassen oder ein Audiogramm gemacht? Genau, da geht man also zu einem Akustiker und kannst du sagen, wie das ablief? Also beispielsweise zum ein Audiogramm erstellen. Ja, da tritt man einen Stöpsel ins Ohr und ja. Auf verschiedene Frequenzen durch. Und wie war die Interaktion? Hat dann der Akustiker irgendwie gesagt, wenn Sie was hören, dann müssen Sie die Hand heben. Immer so, genau. Und das ist genau, also, und dieser Test, da wollte man eigentlich was machen, dass der Kunde eigentlich selber machen kann oder auch zu Hause mal machen kann, um das zu prüfen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, also wenn man jetzt Hörprobleme hat, dann kann es, also entweder ist man schon, also eine Gruppe, die ist häufig schon ziemlich alt, betagt, je nachdem vielleicht auch schon dement im sehr hohen Alter. Also weil ihr könnt sicher sein, wenn ihr mal richtig alt werdet, dann wird euer Gehör nachlassen, zwangsläufig, da kommt ihr nicht drumherum. Oder aber es ist halt schon von Geburt auf ein Leiden. Das heißt, wir haben einerseits eine Benutzergruppe, die sind unglaublich
ich sage jetzt mal, eingeschränkt körperlich, was eher eine schwierige Benutzergruppe ist. Und auf der anderen Seite haben wir bis hin zu Kleinkindern, mit denen wir das irgendwie auch machen müssen. Und auch bei Kleinkindern ist das relativ schwierig, wie man das prüfen kann. Also insbesondere, wenn die auch nicht sprechen können und die können mir dann nicht sagen, ob sie jetzt da was hören oder nicht. Und da hat man auch ein paar Lösungen versucht. Ich muss da wieder einen Fokus setzen. Kein Problem. Okay. Und da haben wir, und da war ein Projekt, das wurde eigentlich an eine externe Firma gegeben und die hat dann quasi aus dieser Messung ein Spiel gemacht. Und zwar, also müsst ihr euch vorstellen, das läuft dann auf einem Smartphone oder auf einem Tablet. Und die Messung erfolgt dann so, also eigentlich was dahinter steht ist, ja, jetzt habe ich halt keinen Flipchart, das geht so über ein Einpegelungsverfahren, nein, ich kann das geht schon mit Händen so. Und das geht so, man gibt zuerst mal einen Ton, der das Kind oder die Testperson sicher hört. Dann kann sie sagen, ja, ist gut, das höre ich. Und dann geht man ganz, ganz weit runter, so dass man davon ausgehen muss, das hört die Person nicht mehr. Und dann sagt sie vielleicht, ja, höre ich nicht mehr. Und dann geht man nur wieder nicht mehr ganz so weit rauf. Und man halbiert quasi dann immer die Abstände nach jedem Mal, wo er sagt, ich höre es nicht mehr oder ich höre es wieder. Und dann wechselt man immer, das ist so ein Einpegelungsverfahren, bis man dann ungefähr bei dem Schwellenwert ist, wo man sagen kann, das ist etwa die Hörschwelle der Person. Und das Spiel hat eigentlich, das macht nichts anderes, einfach, dass das Kind kann dann hier draufdrücken auf diesen Löwen da in der Manege, also ich hoffe, das sieht man einigermaßen. Und wenn ich dann was höre, dann lege ich das auf diesen Podest. Und wenn ich jetzt nichts höre, dann lege ich das zu dieser schlafenden Ratte in den Heuhaufen. So, und das war dann quasi das Spiel, das man dazu machte. Und, aber die Frequenzen, die abgespielt werden, das waren dann wirklich diese Standardtöne, um dann diese Hörschwelle zu bestimmen. Und ich war UX-Berater in dieser Firma und dann wurde ich dann eben mal angefragt von diesem Projekt, die das machen ließen, ja, ob ich das mal untersuchen kann. Und dann habe ich so gefragt, ja gut, dann habt ihr, ja, wie ging das denn mit den Kindern? Habt ihr das sagen, ja, wir haben das nicht mit Kindern getestet bis jetzt. Also, was? Ja, aber eure Zielgruppe sind die Kinder. Na gut. Und dann habe ich, wie bitte? Ja, wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, ja gut, das muss ich unbedingt mal testen mit Kindern. Habe mir meinen Neffen geschnappt. Oder kannst Video, ne? Genau. Das große. Okay. Kannst kurz noch auf Pause bitte? Ja. Und ich habe dann Folgendes gemacht. Also für die Testsituation habe ich dann gesagt, also eigentlich nur eine minimale Instruktion gegeben. Ich hab ihm wirklich vielleicht höchstens eine halbe Minute erklärt, was er machen muss. Ja, du hörst einen Ton. Und wenn du da drauf drückst, dann macht er einen Ton oder vielleicht auch nicht. Wenn du den Ton hörst, legst du das oben drauf. Wenn du nichts hörst, tust du es unten drauf. So, das war in etwa die Instruktion. Und mehr habe ich nicht gesagt und dann habe ich ihn machen lassen. Ist jetzt komischerweise um 180 Grad verkehrt, aber ist egal. Also einfach Kopf. So. Im Hintergrund hat es noch Geräusche. Eigentlich noch, er wurde noch gestört, nicht optimal. Die brauchen wir nicht. Das ist der zweite Durchgang. Nach einer halben Minute hat er das so gespielt. Der war 4,5 Jahre alt. Er war hochkonzentriert, der war wirklich voll. Also ich muss sagen, eben das Spielprinzip hat wahrscheinlich funktioniert, zumindest für diese Zielperson. Und das haben wir natürlich dann auch noch bei weiteren Kleinkindern auch dann durchgeführt, eben wie jetzt dieses Spiel überhaupt funktioniert und was man vielleicht verbessern sollte. Also war dann interessant, zumindest zu Beginn, die Motivation war relativ hoch. Also wenn man muss ja verschiedene Frequenzen durchspielen und jedes Tier repräsentiert eine Frequenz. Und der Test ist schon eher lange, also da ist man schon ein paar Minuten dran, bis man das durchgespielt hat.
Und es hat jetzt, ich sage jetzt mal, dieses Spielprinzip auf die Weise, wahrscheinlich funktioniert das die ersten paar Male gut. Ich könnte mir aber vorstellen, weil ich habe es dann auch mehrere Male mit ihm gespielt, dass das dann bereits schon die Motivation schon wieder etwas nachgelassen habe, weil heutige Kinder in dem Alter, wenn die bei Eltern aufwachsen, die einigermaßen technikaffin sind, ein Tablet irgendwo rumliegt, ein Smartphone daheim rumliegt, dann könnt ihr euch denken, was die machen. Das sind die größten Spieler, die man sich vorstellen kann, übelst. Und er gehört halt auch zu der Sorte. Also ich glaube, dort nimmt auch wahrscheinlich die, ich sage jetzt mal, diese Motivationskurve wahrscheinlich relativ steil ab. Aber zumindest zu Beginn, und man macht das ja auch nicht immer, das macht man vielleicht alle paar Monate, funktioniert das wahrscheinlich ganz gut. Das Interessante war, dass bezüglich jetzt des Schwierigkeitsgrades, das haben wir auch noch angeschaut, weil wir haben noch ein anderes Spielprinzip gehabt. Hier kann ich ja nur sagen, ja, ich höre es, ja, ich höre es nicht, oder, nein, ich höre es nicht. Und das ist ja das Spielprinzip relativ langweilig. Und es gab noch ein anderes Spiel, das wir gemacht haben, das war quasi das Gegenspiel zu dem, vielleicht kurz zurück zur Präsentation. Und das nannten wir Tresorspiel, und dort ging es eigentlich darum, kannst du einfach mal klicken. Oh. Ja, genau. Das Video kann man abschalten. Und das Spielprinzip ging so, da war irgendwie halt ein Bild, oder irgendwie ein Schatztruhe oder was auch immer. Und die wurde, also da hörte man einen Ton, und den konnte man einstellen hier über dieses Rädchen, bis der nur noch so laut war, dass man ihn gerade noch hören konnte. Und dann sagt man okay, und dann hat sich der Tresor geschlossen. Und das macht man dann mit verschiedenen Frequenzen, und dann schließt sich der Tresor. Da muss man das nochmals machen und natürlich so einstellen, damit man möglichst genau quasi die Kombination des Tresors trifft, um den Tresor wieder zu öffnen. Und das war dann quasi das zweite Spiel. Und jetzt war eigentlich noch, was könnt ihr euch vorstellen, was interessanter war für die Kinder? Also hier quasi diesen Tresor öffnen und da einstellen das Zeugs, oder hier einfach quasi, ja, höre ich nicht, mit der Manege. Ja. Ja. Beim zweiten Mal spielen, ja, beim ersten Mal nur einmal spielen, ein kleines Kind. Ja. Manege. Ja, also die Manege hat besser abgeschnitten, weil dort hatten wir schlicht die besseren Visuals. Wir hatten eine Firma, die spezialisiert auf solches Zeugs war. Aber von der Motivation her und von der Spannung, wie man fokussiert drauf war, war das allerdings besser, weil da konnte ich selber was steuern und tun. Also wie die verfügbaren Parameter waren hier mehr vorhanden. Also von dem her ist das herausfordernder. Aber eben halt, ich sage jetzt mal, gut, visuell war es klar, war natürlich die Manege bevorzugt. Und hier, was hier auch aufgefallen ist, bei dieser Testperson vor allem, bei meinem Neffen, er hat dann noch eine Bemerkung gemacht, ich habe dann ein Debriefing gemacht, quasi wie beim Usability-Test, noch ein kleines Interview geführt. Und ich habe gesehen, dass er einmal während des Spiels hat er falsch gedrückt, also etwas unlogisch gedrückt, und da muss man die ganze Frequenz nochmal von vorne machen. Dann fallen alle Löwen von der Manege weg, und dann muss man das nochmals machen. Und dann hat er mir von sich aus gesagt, im Interview, ja, er hat da mal absichtlich das Falsche gedrückt, zum Schauen, was passiert. Also er hat bereits schon das Spielprinzip versucht, also zu manipulieren versucht. Ich weiß nicht, wie nennt sich das Roman? Also ja, einfach, das genau. Was Neues. Genau, und für mich, meine Interpretation war dann, das scheint mir eben, dann ist vielleicht schon fast zu einfach, weil er versucht schon dran, mit dem Spielprinzip zu manipulieren. Aber war, also ja, eine recht witzige Geschichte. Ja, wir gingen gleich nachher Abendessen, also er hat dann genug gekriegt. Er war ganz enttäuscht, dass er das Spiel nicht fertig spielen konnte, weil wir mussten dann wirklich Abendessen gehen, und da konnte er nicht alle Frequenzen durchspielen. Und da war er so, nein, ich will nur noch fertig spielen. Ja, nein, wir haben jetzt keine Zeit mehr. Tut mir leid. Ja, das war so das, was wir so schon erlebt haben. Wir haben übrigens, ich mache das noch kurz. Wir haben, wie das bei uns begonnen hat, wir hatten auch jemand, der halt das Thema mal aufgegriffen hat. Wir hatten einige Mitarbeiter bei uns, die auch schon, also privat halt Interesse am Thema Gamification zeigten. Und wir haben daher Roman und auch Mario
auch eingeladen zu uns, halt eben um mal einerseits mal einen Workshop zu machen und die Leute, die bei uns wirklich interessiert sind, das Thema halt, dass die noch ein bisschen mehr auf das Thema angefixt wurden. Das hat, glaube ich, auch gut funktioniert bei uns. Genau. Und wir haben dann, der Mario hat dann noch erzählt von einer Sache, die sie auch bei SAP gemacht haben, sogenannte Hackathons, kennen wahrscheinlich einige von euch eigentlich. Und wir haben dieses, und das hat einer unserer Junior Engineers hat das so cool gefunden, dass er das halt in der Firma selber mal was organisieren wollte zu dem Thema. Das hat er dann auch tatsächlich hingekriegt. Und wir haben aber da als Thema haben wir dann natürlich Gamification genommen, gesagt, ja, wir machen jetzt irgendwas, was wir intern verwenden, sei es im Personalbereich oder für was das Management irgendwie an Tools gebraucht, beispielsweise für Project Staffing oder solche Geschichten. Das war einfach so der Themenkreis und dann haben wir drei Gruppen gebildet und die hatten dann 24 Stunden Zeit, also von Mittag 12 Uhr bis nächsten Tag am Mittag 12 Uhr, halt quasi ein Produkt zu kreieren. Das konnten sie programmieren, man konnte einen Prototyp machen. Das war uns eigentlich egal, ob da irgendwie Coding dabei war oder nicht. Also gut, bei zwei Gruppen wurde natürlich gleich was Fertiges programmiert und eine Gruppe hat einfach Wireframes gemacht, also Prototypen. Und hier, also wir hatten natürlich eine Absicht, also die bei uns für das Thema interessiert sind, die Absicht war natürlich bei uns auch, dass irgendwie die Management-Attention ein wenig auf das Thema zu erhöhen und dass wir vielleicht auch das eine oder andere Prinzip dann eben auch schon vielleicht mal anwenden könnten. Und da gab es dann wirklich, da gab es eigentlich recht lustige Geschichten. Also das eine war wie so Onboarding, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, das war so eine App, wo man da die Game-Mechanik war dann Quests, die man dann benutzt hat. Und dann, wenn man neu anfängt, kann man diese App benutzen und da muss man beispielsweise zum Bundesrat, also quasi zum Gespräch mit der Geschäftsleitung oder man lernt die Räumlichkeiten kennen oder man geht in die IT und das waren dann wie einzelne Quests und die konnte man dann mit QR-Tags abscannen und dann war diese Quest erfüllt. Das war so eine Lösung und die haben das wirklich schon programmiert, also die waren ziemlich fix damit. Und eine andere Lösung war, bei uns ist es halt so, wir sind viel in Projekten unterwegs, also eigentlich meistens, also ich bin 100% praktisch nicht im eigenen Büro, sondern meistens bei einem Kunden. Und da geht es auch immer darum, dass die Line-Manager müssen irgendwie für bestimmte Projekte die passenden Leute finden. Und da hat die eine Gruppe hat sich dann so eine künstliche Währung überlegt für so ein Experten-Matching-Tool. Und da hat man dann auch, also man konnte dann da angeben, man sieht dann für diesen Kunden da, brauchen wir einen Software-Architekten und dann hat es, und unten wurde dann gezeigt, welche Leute passen da gut. Und die hatten dann, und die Badges, es waren nicht richtige Badges, das ist einfach, wie gut ist der Match. Also man hat in verschiedenen Stufen gesehen, die Person würde gut passen, der würde einigermaßen passen, der weniger, aber käme auch in Frage. Und wir könnten dann so den Mitarbeiter aussuchen. Also es hat wirklich alles funktioniert, das haben sie alles programmiert in 24 Stunden. Und dann konnten, aber jetzt auf der anderen Seite, konnte aber der Mitarbeiter, hatte eine Währung, da hatte die nannten das Coins, und der konnte jetzt, wenn er für ein bestimmtes Projekt extrem motiviert war, an diesem Projekt teilzunehmen, konnte er quasi diese virtuelle Währung setzen auf dieses Projekt, da will ich unbedingt mitmachen und diesen Coin setzen. Und der würde dann in der Auswahl der entsprechenden Mitarbeiter berücksichtigt. Der hat dann vielleicht nicht den perfekten Match mit Maximalpunktzahl, sondern vielleicht nur ein bisschen drunter. Aber weil er den Zoll gesetzt hat, würde man sagen, ihn bevorzuge ich dann für dieses Projekt, weil er sehr motiviert ist, auch in diesem Projekt mitzuarbeiten. Das war noch so eine weitere Idee. Und ein drittes Ding, das war dann eher so ein Dashboard für den Mitarbeiter, wo man, ja, das kennt man eigentlich, wo man sieht, in welchen Projekten bin ich drin was habe ich, was sind meine Kennzahlen, vielleicht mein Feriensaldo, was gibt es zu essen am Mittag in der Kantine, ich kann nach Experten suchen, wenn ich nach bestimmten Skills Leute suche, kann ich das irgendwie da eingeben. Also hätte ich jetzt zwar eine Live-Ding dabei, zeige ich jetzt nicht mehr aus zeitlichen Gründen. Und da hat es auch gewisse Elemente drin, also man kriegt da beispielsweise auch Badges, aber nicht einfach für, wenn man irgendwas getan hat oder irgendwie wo drauf drückt, sondern
Das sind eigentlich Badges, die stehen für beispielsweise, wenn jemand bei uns Kursleiter als Kursleiter tätig ist und das vielleicht schon viele Male gemacht hat, dann kriegt er dann eine Auszeichnung. Das ist jetzt unser Professor beispielsweise, wenn er schon 5 interne Kurse gegeben hat. Und wir haben dann wirklich das System so gemacht, dass es wirklich sinnvolle und bedeutungsvolle Dinge dahinter stehen, die für einen anderen Mitarbeiter auch von Interesse sein können. Das war so ein Prinzip. Oder auch, dass man seine Skills regelmäßig updatet oder andere Projekte oder seine Projekte bewertet und ein Statement dazu abgibt. Dann gibt es dann auch Punkte dafür und dann wächst dann so ein Sessiometer, so à la LinkedIn-Style, wächst dann nach oben. Das war so ein Prinzip. Jetzt, das haben wir natürlich nicht für die Katze gemacht, weil am Schluss gab es einen Gewinner von denen. Also wir haben die Geschäftsleitung eingeladen, halt als Jury, diese Ideen zu bewerten. Und der Gewinner bekam dann die Möglichkeit, das auch tatsächlich umsetzen zu können. Also wir haben dann quasi wie Arbeitstage gekriegt, die wir dann an diesem Ding weiterarbeiten konnten. Das war dann quasi der Gewinn davon. Und das letzte Beispiel hat dann übrigens gewonnen. Da war auch ich dabei. Nein. Der Zufall wollte es, dann war es wahrscheinlich auch der Gewinner. Wir waren gerade dabei, so ein internes Tool zu machen, wo man eben Experten oder Software-Engineers, Architekten, was auch immer, suchen konnte. Also für das Staffing, also eigentlich für das Management gedacht. Und dort sind wir jetzt eben genau dran, diese Gamifizierungselemente quasi einzubauen. Also wir haben jetzt quasi Budget gekriegt, um das dort auch einzubauen. Also eine ziemlich coole Sache. Und ist für uns sicher auch gut, dass wir so, ich sage jetzt mal, wir werden nicht größere Gamifizierungsprojekte, werden wir wahrscheinlich nie machen. Für das gibt es Unternehmen wie jetzt vom Roman, wo wir dann wahrscheinlich wieder beiziehen, aber das, ja, ich glaube nicht, dass sie das jetzt selber anbieten, aber es ist sicher jetzt so ein guter Einstieg, dass das auch bei uns sich festigt. Also was schon umgesetzt ist, seht ihr hier beispielsweise, wir haben jetzt tatsächlich, wenn man eine Skillsuche macht, nach bestimmten Skills, zum Beispiel, ich suche nach Usability, ich brauche jemanden, der Usability erfahren ist, kriegt er wirklich diese Liste und die ist geordnet nach, also wer hat die höchsten Matching Points. Also es gibt dann wirklich da, passt nicht mehr ganz, na gut. Sieht man hier, ich habe es jetzt nochmal rausgeschrieben, also wie viel Matching Points das die haben, die jeweiligen Mitarbeiter. Aber wir sind jetzt auch gerade dran, das mit den Mitarbeitern zusammen anzuschauen. Und jetzt könnt ihr euch denken, wenn die das sehen, finden das wahrscheinlich nicht alle cool. Und das jetzt genauso. Also das war eine konkrete Suche. Ich habe eine Suche gemacht nach Usability und ich komme hier unten. Also es kommen einige Leute vor mir. Und ich würde jetzt mal sagen, doch, Usability ist eigentlich schon mein. Da müsste ich viel weiter oben sein. Aber ja. Aber ich habe trotzdem eigentlich kein Problem damit gehabt. Ich habe dann aber andere Leute gefragt und die waren stinksauer, als sie dieses Prinzip gesehen haben. Und das geht gar nicht und das ist ja eh nicht, das ist eh nicht wirklich objektivierbar. Und dann bescheißt jemand mit Skills-Eingabe und dann ging das ganze Theater los. Und das ist wirklich halt was, wo man dann auch, wenn man mit Gamifizierung arbeitet, halt dann auch zu tun hat. So. Ja, so das vielleicht kurz mal so ein Überblick zum Schluss. Aber dann mache ich jetzt fertig, dann können wir weiter.